Und keine Spitzhacke. Alle je länger ich hier random auf den Stufen rumrutsche, desto mehr als Items kriege ich hier. Noch ein Schwert gefunden, noch einen Goldnagel, noch einen Rotten Flash, noch ein paar IP-Kügelchen, XP-Kügelchen. Ich glaube, dann haben wir 9 Stück zusammen. Hast du jetzt 3? Ja. Ja, dann kommen wir schnell lieber zurück. Ja. Dann können wir uns jetzt nämlich unseren Dingens, unseren wohlverdienten Eimer holen. Ja. Sag mal, die ID und ich lass die Goldbarren verschwinden. Du lässt verschwinden, ich kohle den neuen, Leute. Warte, ich habe 1, 2. So, 6 Stück habe ich in der. 6 Goldnuggets habe ich in der Hand. Ja, warte. Oh, Melone. Geil. Du stehst gerade auf den anderen Samen. So, ja, ja, es passiert ja nicht, solange ich nicht springe. Hast du drin? Die Dinger? Die? Ja. Ja, hab gesehen. So. So, die 3 Dinger, die ich jetzt hier gerade in der Hand halte. Versuch mal einen Eimer rauszukraften, vielleicht geht das ja auch. Das bezweifle ich. Es ist mir aber bewusst, ob du das bezweifelst oder nicht. Nein, funktioniert nicht. Die werde ich jetzt droppen. Möchtest du dabei sein, um es zu verifizieren? Schmeiß sie in die Lava. Nein, dann besteht die Chance, dass du es noch rausholst. Ich werde es in das Void schmeißen hier hinten. Wo wir sehen. Ja, ich bin aber nicht, mich nicht rausschubsen. Was hast du dabei alles? Ich habe ein Steinschwert, okay, und 6 Rottenflash und 3 Goldbarren. Ja, dann gib das alles an, außer den Gold her, und dann sprichst du mit dem Gold runter. Dann sind wir sicher, dass du nirgendwo unten auf eine Plattform lagert oder so. Lass mir mal Anlauf. Ich will mit Anlauf raus. Mit Würde! Geronimo! Hui! Du fällst immer noch heftig so weg. Tür zu. Okay, jetzt müssen wir erstmal die ID nachgucken. Ja. Und in der Zeit, wo der Herr Kollege die ID nachguckt, werde ich mich ins Haus stellen und auch mal AFK gehen. Das ist irrsinnig. Warum? Ja, dann sind wir beide gleichzeitig abwesend. Ja, musst du noch ein paar Sekündchen warten. Ja. Wo ist die Höhe? Da ist die Höhe. Das ist ja die Höhe. Die Pumpkins wachsen wie Unkraut und die Wassermelonen eher nicht so. So, jetzt aber. So, jetzt bin ich auch weg. Eben, kurz. Gut, dann sieht man jetzt meinen tollen Fummel hier. Da, den, wie heißt das Ding hier? Steampunk Engineer mit Golden Pickaxe auf dem Rücken. Warum ist das eigentlich Steampunk? Keine Ahnung. Punk Steam. Dampflok. Professor Layton und die Schule des abgefallenen Apfels oder so. Des abgefallenen Apfels? Ja, warte. Warum also abgefallener Apfel? Warum nicht gleich Dropped Apple? Ja, da. Okay. Dann cheate ich uns mal einen Eimer. Einmal einen Eimer. War das das? Ja. Juhu, wir haben einen Eimer. Jetzt freuen wir uns alle. Und den packe ich jetzt in die Kiste und dann gehe ich wieder in die Nähte. Ich nehme noch ein zweites Schwert mit. Warum ich in die Nähte gehe? Keine Ahnung. Vielleicht sammeln wir einfach ein paar Goldnuggets weiter. Hallo. Ist ja der Wahnsinn, wie viele da sind. Das habe ich noch nie erlebt.
Ach ja, dann gehe ich mal wieder zurück. Und farm ein wenig Cobblestone. Abwechslungsreicher kann doch dieses Let's Play gar nicht mehr werden, oder? Spiel. Oh, ich höre ein Gewitter. Das ist cool. Warte, dann packe ich die Spitzhacken wieder weg, nehme mir ein Schwert und fighte mal gegen den Creeper. Und die Spinne und den. Oh, das Wetter ist weg. Das finde ich merkwürdig. Hui, ein Skeleton, der einfach gestorben ist. Nein! Das wird ihn nicht erfreuen. Hey, ich habe die Brücke kaputt gemacht. Welche? Die untere. Die habe ich doch vorhin erst repariert. Ja, da war so ein grünes Viech drauf, das ist... Das... Ja, genau. Hat. Ja, genau. By the way, ich bin übrigens nicht mehr AFK. Das war endgültig die Tastatur. Gerade eben. Ja. Und, hört sich gut an. So. In 10 Minuten muss ich auch abbauen. Ja. Wow, hilft nicht. Wow. Ich habe mich hier halb zu Tode gearbeitet bei den Kakteen. Mehr als halb zu Tode. Mal gucken, dann machen wir ja gleich mal Schluss, ne? Nein! Jens! Ja, okay. Genau, wo war ich stehen geblieben? Oder wo waren wir stehen geblieben? Hier ist übrigens eine Melon. Watermelone. Watermelon. Ich habe noch ein halbes Herz. Wenn mich jetzt irgendwas trifft, dann aber hier gut. Dann trifft dich der Schlag. Ja. Ich fahr wieder runter. Aber jetzt eigentlich mittlerweile. Ah, ein Bucket! Na, geht doch! Nein, der gehört nicht uns. Was willst du damit noch hinten machen? Ich nehme aus der Mitte Wasser. Und dann haben wir Wasser. Und dann drücke ich die falsche Taste. Nein, tue ich nicht, aber egal. Höhe. Höhe. Ich nehme mir ein paar Watermelonenschlitzes. Wieso haben wir eigentlich nur fast kaputte Schwerter? Weil die anderen alle im Meter vergammelt sind. Klingt logisch. Höhe wieder weg. Pickaxe ist raus. So, und jetzt habe ich einen Eimer mit Wasser. Ich mache schon mal einen See, ne? Ja, mach das. Aber such einen schönen Ort dafür aus. Ja, ich mache da hinten, da wo wir gerade das, wo ich mit dem Gold runtergesprungen bin, sozusagen. Aha, ja. Jetzt müsste man nur noch irgendwie wissen, wie man Graslandschaft wieder hinbekommt. Du hast doch gerade die Minecraft-Wiki offen gehabt, ne? Gehabt, ja. Gut, weil sonst hätte ich dir jetzt nämlich gesagt, guck doch einfach mal unter Gras nach. Unter Gras? Ja, unter Gras. Und guck mal, ob da irgendwie Occured steht, Auto, wenn mal nicht da ist. Ne? Auto, okay. Wenn mal nicht da, ja, das ist... Jetzt lass uns doch mal ein How-To drehen für wenn man nicht da. Wie groß soll denn der Teich sein? 4x4? Also 2x2? Oder? Ein Teich schon ein bisschen größer, da sollen ja auch Fische drin wachsen. Klappt das mit Cobblestone als Untergrund? Keine Ahnung, muss doch. Kann man eigentlich hinten jetzt, wo wir die Monster nachts immer spawnen lassen, auch Dirt hinpacken, dass da tagsüber Viecher spawnen? Theoretisch schon. Spawnen die denn dann auch? Weiß ich nicht. Weil machst du gerade Cobblestones fertig? Ja. Guck okay, mal, dann sammle ich mal welche ein wieder. Ja, 29, ja, das reicht. Ja.
Wie groß muss so ein Fischteich sein? Ich hab keine Ahnung. Also ich war in Minecraft, habe ich noch nie so Fischzucht betrieben, muss ich ehrlich sein. Ich habe mal welche geangelt in meinem anderen Let's Play, in meinem ersten. Ja. Das war toll, die sind so durch die Gegend geflogen, die Fischen. Du angelst die, und dann ist einer dran, dann ziehst du dran und dann liegt er hinter dir. Du kannst ihn nicht auffangen beim Einziehen, du ziehst so stark an der Angel, dass der nach hinten fliegt. Und dann ist der immer gegen mein Haus geflogen. Was eigentlich nur ein Berg war. Also praktisch war er direkt tot. Weil du ihn gegen die Wand geklatscht hast. Ja. So. Gras. Online bestellen. Wie viel? 2 Stacks. Das ist aber nicht das Gras, was ich meinte. Das zeigt mir das lange Gras und die komischen Sträucher, die sonst kein Mensch braucht in der Wüste. Und wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch 5 Minuten. Maximal. Ja, weil dann muss ich abbauen. Ja, dann nutzen wir die Zeit auch voll und ganz aus. Hier. Ja, und bis dahin haben wir auch unseren komischen Teich fertig. I hope. So. Boom, Spitzhacke. Man kann Gras mit einer Schere abbauen. Ja. Und dann? Ups, dann hast du Gras. Kannst du dir irgendwo platzieren. Man gibt ja so Leute, die stehen auf Gras, ne? Grasfetischisten. Spawns on Grasblocks, ja, dann nehmen wir doch mal Grasblocks im Wiki. A grass block is a block that was introduced very early in the game. It uses 3 textures. A gray one for the top, which is then tinted to the correct color according to what biome the block is in. One borrowed from the dirt block or... Sag mal, wie tief muss denn so ein Fischteich sein? Keine Ahnung. An edited mindestens 2, denke ich. And an edited dirt texture with grass on the top edge on all of the sides. When covered by snow, the side texture is white. On natural maps, grass appears on topmost blocks of dirt with no fluids or opaque solid blocks above them. In mining, grass blocks behave just like dirt. They drop dirt resources and are best dug with a shovel. Yeah. However, they make a different sound when harvested and take slightly longer to dig up. Aha. Ist noch nie aufgefallen. This can be used to tell when the player is about to break the surface when tunneling upward. Ja. Tool shovel. No physics. Requirements. Jens. Du wärst, glaube ich, gerade fast drauf gegangen. Was ist zum Henker? Was hast du kaputt gemacht? Nicht. Ich habe da oben einen Block gebreakt, aber ich glaube, das war der falsche. Sieht zumindest so aus. Ist die Lava geklaut? Nein. Ja, das war nicht so sinnvoll. Und, ja, ich wollte gerade sagen. Weg da? Ja, bin weg. Jetzt kommt da kein Wasser hin, um das wegzumachen, die Lava. Müssen wir das wegblocken. Okay, weiter. Grass blocks grow spontaneously only during map generation. Afterwards they can only spread from a nearby block. Na super. Grass blocks can spread to any immediately adjacent dirt block at the same height. Including diagonally. It can also spread one level above and as much as 3 levels below. The grass blocks jumps directly from one block to the other and is not affected by gaps or other blocks being in the way. In order for a grass block to spread, it must have a light level of 9 or higher or brighter directly above it. Additionally, the dirt block receiving grass must have a light level of at least 4 above it. It must not be covered by a block that reduces light by 2 levels or more. This includes any opaque block as well as lava, water, ice and some non-opaque blocks that light can't pass through, like slabs and stairs. Grass blocks can grow under all other transparent blocks, like grass, fences, torches, and fish. Grass blocks spread at random intervals and have an equal chance of spreading to any suitable dirt blocks that are in range. Because grass can spread as much as 3 levels downward, it tends to spread down hills much faster than it spreads up them. Grass can spread normally in both the nether and the end.
Dirt and Grass Block and trying the Silk Touch Enchantment up about there. Mhm. Ja. Was sagt uns das jetzt? Ja, wir können kein Dirt mehr, also kein Gras mehr kriegen. Es sei denn, wir finden irgendwo eins und bauen es mit einem enchanteten Werkzeug ab. Mit hier, mit dem, ne, wo dann das Item wieder rauskommt. Ja, das Moves-Dings. Ja, ja. Oder Silk-Touch oder wie auch immer. Ja, Silk-Schmooze-Dings halt, ne. So, ich würde dann auch mal sagen, an dieser Stelle unterbrechen wir das dann auch. Unterbrechen? Nein, wir machen ein Ende für heute. Ja, okay, dann machen wir ein Ende für diese Aufnahmesession und... Warte, dann lass uns irgendwo hinstellen, wo schön ist, auf unser Dach. Ja, genau. Hui, dann haben wir einen Überblick über unsere gesammelten Meisterwerke hier. Ja, komm, also ich guck in die Richtung Kaktusfarm und du guckst in die andere Richtung. Also der Wald, der ist ja schon mega, ne? Ja, ist schon cool. Ja, auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe mal, bis zum nächsten Mal, ne? Ja, irgendwann wieder, ne?